Hallo und herzlich willkommen zu einem aktuellen Kurzvideo von uns. Wir haben euch ja versprochen, dass wir von Zeit zu Zeit so ein Kurzvideo reinsetzen, damit ihr wisst, wie und wo wir sind. Ne? Ja. Richtig. Und heute sind wir in Valdepeñas. Ja. Ich denke, das war richtig, ne? Ich denke auch. Wir haben heute den 13. Februar, die Sonne scheint, es ist schön warm. Ja, was wollen wir mehr? Wie viel haben wir jetzt? Moment. 14. 3 Uhr. Ja. Also 15 Uhr. Wunderschön. Wir haben ja Jerez de la Frontera verlassen, sind dann nach Chipiona gefahren. Das war ein sehr schöner Ort, da haben wir ein paar tolle Tage verbracht auf einem Stellplatz direkt am Hafen. Da waren auch noch wirklich sehr viele Plätze frei. Wir konnten direkt aufs Wasser gucken. Wunderbar. Dann haben wir uns entschlossen, da wir ja Madrid anschauen wollen, uns dann auf den Weg machen Richtung Madrid. Das war von Chipiona aus mehr als 600 Kilometer. 620 Kilometer. Eine ganz schöne Strecke. Wir haben gesagt, wir fahren so weit, wie wir Lust haben und suchen uns dann einen Stellplatz. Und dann hast du den Stellplatz hier rausgesucht. Mhm. Das waren bis hierhin, was mehr als 400 Kilometer. Also wir haben jetzt noch knapp 200 Kilometer bis nach Madrid. Ja, das ist doch ganz schön, was wir heute schon geschafft haben. Ne? Die Autobahn war leer. Die hatte ein paar ganz schöne Schlaglöcher zwischendurch, ne? Aber sowas von. Ja, wir haben uns abgewechselt, damit nicht jeder so weit fahren muss und daher alles easy peasy. Und hier stehen wir auf einem kostenlosen Stellplatz. Der sieht aus wie hier so, wie so eine kleine Sportanlage, ne? Oder? Ja. Da vorne sind Tennisplätze. Das ist hier in so einem Industriegebiet, ne? Würde ich mal sagen. Fußläufig ist der Lidl zu erreichen, da werde ich gleich noch mal hingehen. Da sind wir nämlich dran vorbeigefahren. Hat der hier irgendwas? Ja, der hat hier Fern- und Entsorgung. Ja. Soll er haben, aber kein Strom. Ja, brauchen und der Platz, der ist umsonst. Ja, das also ist kostenlos. Immer sind's. Kost nix, würden wir in Köln sagen. Und morgen wollen wir dann relativ früh nach Madrid starten. Mal sehen, ob wir da auch einen schönen Platz finden, ne? Ich denke schon. Ja, und das war jetzt erstmal die erste Info für euch. Also, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Hasta luego. Ja, ciao. Hallo und herzlich willkommen aus Madrid. Ja, wir sind heute Morgen hier gut angekommen, haben auch einen schönen Stellplatz gefunden. Und bevor wir jetzt die Stadt erkunden, werden wir hier so eine Bustour machen, weil das ist einfach alles viel zu viel und wir laufen uns sonst hier tot. Das ist eine wahnsinnig große Stadt hier. Ja, ne? Und super Gebäude. Ja. Hier gibt es viel zu sehen. Ein bisschen zur Orientierung machen wir jetzt diese Bustour und morgen fahren wir dann nochmal mit dem Bus in die Stadt. Dazu aber alles später in unserem Originalvideo. Also bleibt dabei, seid gespannt. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Ciao. Hat noch irgendwas so von der Baustelle hier, ne? Der ist immer noch im Brassel hier, ne? Ja, der will das ja noch so ein bisschen aufpimpen, habe ich gelesen. Hier ist so eine ganz einfache, eine Toilette und eine Dusche ist im Preis mit drin, aber alles ganz einfach. Aber ja, ne, was braucht man für Schnickschnack? Ja. Ja?
So, hier ist die Einfahrt zu dem Stellplatz. Wenn man davor steht, da kommt er direkt raus. Er spricht auch Deutsch und erklärt auch ein bisschen. Wir haben für den Platz jetzt 25 Euro bezahlt, alles inklusive. Ich glaube, für den Strom nimmt er 5 Euro. Also wer keinen Strom will, sagt dann eben ohne Strom. Und wir gehen jetzt zur Bushaltestelle und fahren nach Madrid. Das war's jetzt mit unserem Kurzvideo. Wie immer gerne Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Tschüss!